Hallo ihr Lieben, euer Girl ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Purpur, erster DLC, Türkis grüne Maske. Guck mal, wie happy er ist. Darf hier wieder rumlaufen. Das hier ist Ogerpon, der böse Oni. Jo, sind die Sicherungen durchgebrannt. Er hat es allen erzählt und die Leute haben es akzeptiert, dass er gar nicht böse ist, haben ihm eine Chance gegeben und haben ja auch gesehen, dass die Gefährten die wahren Übeltäter sind. Apropos Gefährten, die haben wir im letzten Part besiegt, haben die Masken zurückgeholt und jetzt sollen wir Ogerpon zurück zur Höhle eskortieren. Kriegen wir hin? Nehmen wir die Abkürzung. Nehmen wir einfach die Abkürzung. Ist besser. Es gibt immer noch 3 Gebiete zu erkunden, Leute. Das ist nicht wenig. Noch viel zu tun hier im DLC. Und ich habe auch keine Ahnung, ob man Ogerpon fangen kann. Ob man die Gefährten fangen kann. Die sind ja weggerannt. Keine Ahnung, was sie nur ausdenken. Was ich auch auschecken möchte, ist das Akademieturnier. Das will ich einmal abchecken, ob man dann irgendwie nochmal gegen Hanna und gegen Dings kämpfen kann. Gegen Jo. Vieles, was mich interessiert in dem Spiel noch. Bis der nächste DLC kommt, ne? Und leider muss ich mich auch nochmal quälen hier mit dem schweren Modus. Das Minispiel. Ich kann mir vorstellen, dass es da was richtig Geiles für gibt. Und die Superreichen müssen wir noch im Wasserfall verfolgen. Die haben gesagt, ja, wir sind als nächstes beim Wasserfall. Das Sidequest werde ich auch noch angehen, sowie natürlich alle Pokémon fangen. Weil, schreiben wir, gibt es dafür auch noch eine Spezialbelohnung. Wir können gespannt bleiben. Was ist hier oben eigentlich? Nothing here. Okay. Ich hoffe, Sie haben Ihre Fahrt genossen mit Taxi, ist es hier. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Da wären wir. Yay, meine Höhle. Geil, ich habe meine Masken wieder. Aber den Maskenschnitzer, den hat er nicht wieder. Der ist ja irgendwie gestorben. Das heißt, er wird feinsam. Er muss bei uns bleiben. Das war ein ziemlich abgelegener Ort. Für Ogerpon steckt er bestimmt voller Erinnerung. Pass auf dich auf. Oh. Knuddeln. Also wenn mich nicht alles täuscht, scheint das... Ja, Ogerpon, du willst Jessie auf ihren Reisen begleiten, was? Und Jo, guck mal, er macht schon so. Mich war nicht krass genug. Er will so sehr. Jetzt kommt er bestimmt. Lass uns einen Kampf vom Ogerpon machen. Er hat mich auserwählt. Siehst du, halt, stopp. Darf ich mal Liquid Snake zitieren hier? Doch Vater hat mich gewählt. Du bekamst die besseren Gene, Snake. Und ich bekam die schlechten. Ich war nichts als genetischer Abfall. Doch Vater hat mich gewählt. Ogerpon hat mich gewählt, Mann. Was willst du jetzt noch, du eifersüchtiges Mist? Netter Spike. Netter Junge. Netter Mensch. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ich will auch, der Oni soll... Ich will, dass Ogerpon bei mir bleibt. Er hat wieder seinen Hänger, Jo. Mir ist schon klar, das ist total egoistisch von mir ist. Also pass auf, Jessie. Wir kämpfen darum, wer von uns einen Ogerpon fällen darf. Okay. Wer hat die 5 Meisterbälle? Mensch, Jo. Boah, der Typ ist so unsympathisch geworden. Ich weiß, wie sehr du Ogerpon magst. Ich verstehe es auch total wirklich, aber er hat mich gewählt. Aber gerade deshalb musst du Ogerpons eigene Wünsche respektieren. Der mag ihn noch gar nicht, sind wir mal ehrlich. Der mag ihn gar nicht. Mag sein, aber ich will trotzdem uns kämpfen. Ich bin besessen, ich bin krank, ich bin bescheuert. Sag mir, wenn du alt bist. Macht er jetzt serious? Beim letzten Mal war er eine Witzfigur, also.
Anselms letzter Kampf, wenn er überhaupt zum Einsatz kommt. Gut, Kumpel, dann mache ich jetzt auch Serious mit dem Uhrzeit-Pokémon. Dann zeigen wir, was du kannst. Bist du bereit? Warum kann das ja nicht eine Sekunde schneller? Das Böse ist im Busch. Warum stehst du im Busch? Dann fangen wir an! Der Typ ist psychiatriereif auf jeden Fall. Wer von uns beiden gewinnt, darf Ogerpons Partner werden. Ja, genau. Also, halte ich besser nicht zurück. Ich nehme dich immerhin ernst. Ich habe Koraido noch vorhin gemacht, damit es den Synergy Boost mit der anderen prähistorischen Pokémon gibt. Tangulist, okay. Nicht gar schlechtes Pokémon, aber nicht das Beste. Ich weiß zwar, dass es besser zu dir passen würde, aber ich will sein Trainer sein. Ich bin der größte Egoist auf Erden. Kranker Typ. Tut mir leid für deinen Bruder, er ist nicht ganz dicht. Wenn man ehrlich ist, der Typ ist nicht ganz dicht, Ball Level 71. Könnt ihr jetzt schießen? Ich habe nicht wirklich Angst vor Tangulus. Komm, jetzt schießen ihn weg. Er hat es verdient. Wow, du hast 20 Schaden oder so gemacht. Hast dir einen Award verdient, ganz ehrlich. Den Award für den egoistischen, eifersüchtigen Widerling. Laubklinge, ja, klasse. Wenn ich dagegen hast, ne? Ich würde mich dann gern nochmal boosten. Es wird eine Kuraidon-Only-Show, ich sag's euch. Also das mit den Typen und den Angstvorteilen üben wir nochmal, ne? Das ist jetzt der dritte Schwertanz. Mehr kann es nicht geboostet werden. Wir haben jetzt den Angriffswert um 300% erhöht. Und ich habe vor den Part mal geschaut, wie viel Angriff der mittlerweile hat. Der hat 301. Um 300% erhöht. Das heißt, der hat jetzt 900 Angriffswert. Ne? Ich mache extra das, weil die anderen haben negative Effekte, Selbstverletzung und... Wow. Ich freue mich, dass du mich ernst nimmst. Also will ich auch ernst machen. Das hat nicht ge... Ja, okay. Fokus gut, dachte ich mir. Okay. Gut. Wenn wir jetzt alle outspeeden, dann besiegt er alle. Na, jetzt nehme ich vorbei. Wir sind auf Kollisionskurs. Auch eine Animation, ne? Absolut brutal. Wenn ich dich richtig ernst genommen hätte, dann, mein Lieber, dann. Ach komm, das brauchen wir nicht. Das ist so passiv für ein aggressives Pokémon. Dann hätte ich mir Raidon genommen. Dann wäre der Ofen komplett aus gewesen, Kumpel. Tja, nicht sehr effektiv. Bleibt nur der Flammenblitz. Ist leider so. Bei Wutanfall ist mir jetzt zu risky. So, wir killen uns nicht selbst. Ich meine, ich könnte heilen, aber ist ein bisschen lame. Soll ein bisschen spannend bleiben. Ja gut, Zirapfel ist halt. Ne? Aber vielleicht besiegt er meinen Koraidon. Wegen Verwirrung und so. Soll ich dir mal zeigen, wie schwach das Viech ist? Komm, wir machen jetzt eine Attacke, die normal effektiv ist. Klar, wir sind geboostet as fuck. Aber das Pokémon ist nicht stark. Zirapfel ist nicht stark. Sorry. Boah, das gibt so viele Level-Ups. Das ist disgusting. Ja, gegen Quappo wäre Miraidon besser. That's for sure. Der hat nur drei Pokémon. Dann habe ich mich nicht satt gesehen. Die Attacke ist zu cool. Ich meine, wir sind ein bisschen zu unendlich geboostet, wie Buzz Lightyear, ja. Wie Buzz Lightyear sagte. Bis in die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Darf mich mein Glückwort verlassen? Nein! Ogerpon! Ah! Ja! Er wird immer bescheuerter, der Typ.
immer verrückter. Mondgewalt? Ich glaube, das ist ein Upgrade, oder? 95 speziell. Definitiv besser. Warum hat das denn 10 AP? Das ist absolut garbage. Und das hat 15 AP und 95. Und noch ein Effekt. So viel besser. Und Flattermane wird zur Sailor Moon. Ah, jetzt hast du endlich Squagro. Herzlichen Glückwunsch, dass meine Tipps beherzigt. Ach, scheiße, der ist fucking schnell, ne? Ich glaube, wir sind geliefert. Nee. Der ist auch nicht so schnell, wie ich dachte. Tschüss. Goodbye. Zwar, der hat endlich Squagro, aber ich habe 3 Schwertänze und so. Ja, Volumina ist natürlich Wutanfall jetzt nicht so toll, aber 3 Schwertänze auf Koraidon. Denk mal drüber nach. 3 Schwertänze auf Koraidon. Ja, und der hat Robustheit. Herzlichen Glückwunsch. Hat der komische Diktatorbart, der den Hintern gerettet. Er hat es geschafft, Koraidon zu besiegen. Ist für ihn ein kleiner Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Wenn er sich jetzt fühlt, ne, mit Voluminas, mit 1 HP, ich könnte den Typen null ernst nehmen. Wahrscheinlich der letzte Auftritt von Anselm. The stage is yours. So würde ich gerne Jo boxen für seine Doofheit, für seine egoistischen Taten. Pokémon-Trainer Jo ist defeated. Ja, heul doch. Soll ich dir ein Taschentuch reichen? No. Ich wusste es. Ich wusste es. Keine Runde Mitleid. Tut mir leid. Yoink, my Ugapon now. Ich wusste, dass ich verlieren würde. I tried so hard, but in the end doesn't even matter. Ja, ich konnte trotzdem nicht aufgeben. Der bricht dir die Hand. Sehr smarter Junge. Es tut mir leid. Ich hoffe, jetzt dich neu entschuldigen. Langsam kann ich dir nicht mehr verzeihen. Ach, Jo. Jetzt musst du Ogapon nur fangen, Jesse. Das nennt sich Meister und das nennt sich Ball. Schon mal davon gehört? Oh oh. Die Ultimate Showdown. I mean, ich versuch's mal ohne Meisterball, weil Meisterball ist irgendwie lame. Weil eigentlich ohne einen Glitch hätte ich die ja nicht. Was ist das überhaupt für ein Pokémon? Pflanze? Ich hab sowas von keine Ahnung, was für ein Pokémon ist. Geist? Unlicht? Probieren wir es mit an, Sam. Hi. Na du, schau mir in die Augen, Kleines. Wie süß. Ein Bild für die Götter. Ogapon scheint sich mit dir im Kräftemessen stellen zu wollen. Möchtest du gegen Ogapon kämpfen, um einen Fangversuch starten zu können? Nö, ich schau ab. Und dann kommt Jo. Yes, ich wusste es. Ogapon hat mich gewählt. Nee. Das gönnen wir ihnen nicht. Toller Kampfschrei. Müssen wir den jetzt 4-mal besiegen? 4 Masken und so. Ist er jetzt Feuer? Ich habe Fragen. Einige Fragen. Sie denken. Kann ich nicht ernst nehmen mit der Outfit. Oh shit, wir müssen die so besiegen.
Ja, Terra Crystallize auch noch. Genau. Ist klar. Ja, okay. Du willst den Hard Mode, du kriegst den Hard Mode, weil Ansem besiegt ist. Es hat seinen Maskenteil kristallisieren lassen, er zeigt uns seine wahre Kraft. Gut, dann kommt gleich meine wahre Kraft und die nennt sich Koraidon Terra Crystallize. Mal probieren wir es erstmal mit Ansem. Ach, da steht ja sogar was sehr Effektives und was nicht. Nett. Bisschen lame, dass es da steht. Der hält ja gar nichts aus. Du hast den Dreh mit den Typen echt raus. Habe ich aber nicht anders von dir erwartet. Lob von hier, Grasfeld. Wer hat das Gras geraucht? Smoke weed every day. Gut, dein Gras kannst du sonst wohin packen. It's over. It's so over. Das war alles, was du zu bieten hast. Ich glaube, das ist zu schwach für mein Team. Die Erinnerung an die Abenteuer, die es mit dir erlebt hat, geben ihnen Power. Oh, was ein cooler Bosskampf. Echt vier Phasen, das ist cool gemacht. Muss ich Game Freak wieder loben? Das können sie. Finale können sie mittlerweile. Das hat ähnliche Epicness wie Professor Futurus. Okay, nicht ganz so krass. Weil der hat mich wirklich vom Stuhl geschmissen. Das war mit das Geilste, was ich jemals im Pokémon erlebt habe. Ja, guck, nichts ist sehr effektiv. Das heißt, eben war es wirklich Feuer und jetzt ist wahrscheinlich Wasser. Mit den Tränen und so. Eis kann es ja nicht sein. Und wäre das alles sehr effektiv? Nö, dann fisten wir mal. Natürlich ist es Wasserbrunnenmaske. Manchmal bin ich auch ein bisschen verpeilt. Ran können Keule. Bist du doch ein Pflanzen-Pokémon? Aua! Muss Pflanze sein wie ein Grasfeld, ne? Two down, two to go. One down, many more to go. Oh, die Erinnerung, wie ihr Masken zurückgeholt habt. Mann, so lange sind wir jetzt auch nicht miteinander gereist. Frag mal Miraidon, was der erlebt hat. Der könnte ganze Lieder singen, ey. Ganze Lobeshymnen könnte er singen über unsere Abenteuer. Helden-Eposse könnte er schreiben. Oh, die sieht irgendwie creepy aus. Die Maske sieht krass aus, irgendwie. Ist auch nicht, die macht mir Angst. Fundamentmaske, bist du Stein? Du bist wahrscheinlich Stein, ja. Und das wird wahrscheinlich One-Hit, deswegen. Tatsächlich nicht. Oh, no. Tschüss, Ansem. Gut gekämpft. Hat leider nicht gereicht. Ja. Goodbye. Nach so vielen Nahkämpfen war's das. Gut, dann wird der letzte Pflanze sein. Der ist jetzt Stein, aber er hält ja nicht mehr viel aus. Das heißt, wir nehmen jetzt ein Feuer-Pokémon. Let's do it. I'm on fire today. Ach so, ja, ich war schon einen weiter. Käfergebrummen müsste reichen. Ja. Tatsächlich reicht das. Game over for you. Jetzt kommt seine Signature-Maske. Die auch auf den DLC zu sehen war. Die Erinnerung an den Mann, an dessen Seite es einst gelebt hat, gibt ihm Kraft. Die Vergangenheit bevor uns kannte. Muss ich mir Sorgen machen? Oh Gott. Ja, übertreib halt noch mehr mit der Animation. Erinnerungskraft, okay. Initiative wird, ist okay. Das ist ja die türkis-grüne Maske, Leute. Ich denke, Käfergebrummen wird hier das einzige Wahre sein, wobei. Stab und so. Weil die meint, es ist nicht Ramot, es ist kein Käfer. Es ist Feuergift, der Eisenfalter. Ich denke, das war die bessere Entscheidung. Spezialangriff steigt auch noch. Du kannst jetzt noch nicht fangen. Gib ihnen erst noch eine weite Kurzprobe deiner Stärke. Gut, dass man die Wesen im Nachhinein ändern kann. Stellt euch jetzt mal vor,
Oh, schlechtes Wesen. Man muss den ganzen Bosskampf nochmal angucken. Gift geht auch, komm. Daneben. Der Slam hat nur 75% Trefferchance. Oder 70 sogar. Grausamer Move. Nicht benutzen. That's it. Nice try. Hogapon scheint sie endlich ausgepowert zu haben. Das ist die Gelegenheit, das zu fangen. Okay, und jeder Ball funktioniert jetzt, oder wie? Wie habe ich das zu verstehen? Der Luxus verdient. Wird doch die ganze Zeit hier verwöhnt. Das habe ich mir gedacht. Kann man sich nicht einen Ball aussuchen. Einfach Meisterball verschwenden. Nee, danke du. Muss nicht sein. So, jetzt will ich Jos Gesicht sehen. Hogapon, das Massen-Pokémon. Es lief Streiche und steckt voller Neugier. Zum Kämpfen nutzt es die typenspezifische Energie der Maske, die es trägt. Interessantes Pokémon. Dann würde ich ihnen tatsächlich die Wassermaske geben, weil Wasser fehlt aktuell im Team. Was ziemlich kacke ist. Bei Wasser hat immer eine ganz gute Coverage. Ja, der kann meinetwegen Hogapon heißen. In mein Team. Sorry, Anselm, es tut mir leid. Du hast versagt. Du bist besiegt und fliegst jetzt auch noch aus dem Team. Dramatischer geht's nicht. Ja, was denn jetzt mit den anderen Gefährten und so? Ich will den Affen auch noch haben. Hogapon vertraut dir die Fundamentmaske, die Brunnenmaske und die Ofenmaske an. Und was mit der türkis-grünen? Hä? Prophet Jesse, das war echt beeindruckend. Ja, jo. Geh dich ritzen. Ganz ehrlich. Du Emo Edgelord. Ja, Glückwunsch. Ich will mich gut um es kümmern. Noch mehr Salz in Wunde streuen. Ich bin so gemein. Ich hasse dich, Jesse. Ich verachte dich. Du gewinnst immer und du kriegst alles und du bist doof. Ich wollte so werden wie du. Tja, in Folge 1 habe ich gesagt, du bist irgendwie voll der Fanboy. Jemand ein Tempotaschentuch? Da weint mehr als manch anderes Girl bei Titanic. Aus dem wird nie ein Mann. Männer dürfen nicht weinen. Oh nee. Der macht mich fertig. Ja, mich auch. Schenke ihm keine Beachtung. Er hat selbst gesagt, dass der Gewinner Hogapon fangen darf. Ja. Richtig. Komm, gehen wir nach Hause. Am besten Händchen haltend. Mit Hogapon. Eine Hand Hanna, eine Hand Hogapon. Dann sagen wir, hey, yo. Schöner Tag heute, oder? Ich bin so gemein. So eine richtige Sadistin. Oh, was will er denn jetzt? Ugur. Ja, guten Morgen, Jesse. Ich soll dir von Hanna ausrichten, dass sie auf den Gefährtenplatz auf dich warten, du kommen sollst. Aber zack, zack, ahem. Kann sein, dass du nur noch der Bodenjunge bist? Ja, warum werde ich immer ins Boot durch die Gegend geschickt? Ich habe auch Gefühle. Nein, du bist Ugur. Du hast keine Gefühle. Du bist ein Bücherwurm, ein Nerd. Wir dürfen keine Gefühle haben. Ich darf immer noch nicht in den Konferenzraum. Sag dir endlich mal was Neues. Ich bereue gerade alles, mein Leben und vieles mehr. Was ich noch gar nicht gecheckt habe, welches Level ist Hogapon? Was für ein Wesen hat Hogapon? Ist weiblich. Okay. Ja doch, mit den funkelnden Augen. Pflanze, nur Pflanze. Warum kriege ich nicht diese Spezialmaske da? Ja, Verteidigung minus... nein. Boah, der hat richtig miese Moves. Jesus. Der hat richtig miese Moves. Holy shit.
Konter ist okay. Ja, eigentlich ist das cool. Das nehmen wir. Das ist halt noch eine Pflanzenattacke. Irgendwie gefallen mir die Moves nicht. Kraftkoloss. Was ist das dann? Der Anwender wird vor Angriffen geschützt. Gleichzeitig nehmen alle Pokémon, die mit ihm berühren, kommen Schaden. Das ist competitive. Richtig krasses nehme ich. Ich spiele zwar nicht competitive, wisst ihr ja, aber es ist echt heftig. Mit Toxin oder so in Kombination mit Synthese, da kann es richtig Story sein. Nicht schlecht. Max Strike, besser als Slam. Ekelsam, Schutzstacheln, Toxin und dann hast du das Spiel durchgespielt, ey. Kraftkoloss anstatt Fußkick, ist ja klar. Next Strike anstatt Slam. Können wir mal in den TMs gucken, weil Next Strike finde ich jetzt auch nicht so toll. Butterweihe Fische. So toll ist das auch nicht. Okay, was könnte er noch bekommen? Physisch muss das sein. Stachler auch. Oh, Delegator auch. Oh mein Gott, den kann man richtig gemein machen. Ich glaube, das ist ein richtig starkes Pokémon. Also das Moveset ist schon mal fantastic. Terra-Auspuff wäre aber auch Pflanze halt, ne? Abschlag. Durchbruch, Ganz ehrlich, Durchbruch finde ich besser als hier Kraftkoloss. Ja, nee. Du kriegst erstmal als Platzhalter 10 Kopfstoß. War nur ein Platzhalter, bin ich noch nicht mit zufrieden. Jetzt gucken wir im Beutel. Nach diesen komischen Bonbons. Minze meine ich. Ja. Das brauchen wir. Angriff hoch, Spezialangriff runter. Guck. Ja. Mal einen kurzen Check. Und dann haben wir hoffentlich das perfekte Wesen. Yes. Weil Verteidigung senken ist nicht so toll. Fähigkeit Siegeswille. Der Angriff des Pokémon steigt stark, wenn einer seiner Staatswerte durch ein anderes Pokémon gesenkt wird. Gut, durch ein anderes Pokémon heißt, Kraftkoloss zählt leider nicht. Das wäre sonst ein bisschen overpowered. Boah, Level 70. Gut. Klar, ist underleveled, aber trotzdem. Kann ich dir nur ein Item geben? Ja, kann ich sowieso ein Wasser. Wasserdings. Die olle Maske. Die olle Maske. Wo ist die denn? Ist das hier überhaupt alles? Mochi, der Spezial... Verteidigungsbasispunkte dauerhaft erhöht. Ach, das ist so. Ich verstehe, ja. Ah, ja. Das ist wahrscheinlich schon die Vorbereitung von den letzten DLC. Da kann ich nämlich die EV-Werte beeinflussen. Von denen soll ich mehr erfahren. Aber wenn es dann wieder so einen Competitive-Scheiß gibt, was ich dann euch zeigen möchte und bestmöglich dastehen möchte, muss ich das leider benutzen.
Aber gucken wir erstmal, wie weit wir so kommen. Wo sind denn jetzt die... Mann! Wo sind denn jetzt die Masken da? Wasser, Gestein, Feuer. Das Komische ist halt, dass die eine Maske fehlt. Die türkisgrüne. Komischerweise. Sieht ein bisschen komisch aus mit der Farbe, aber hey. Psst. Sieht echt komisch aus mit der Maske. Naja. Nimmt das im Kampf den Typ Wasser an? Pflanze Wasser. Extra Typ dazu. Pflanze Stein. Pflanze Feuer. Keine schlechte Kombination. Kennen wir nur von den Chili-Pokémon aus Paldea. Pflanze Wasser. Na gut. Lombrero-mäßig, ne? Achso, jetzt hast du H2O-Absorber. Nö. Ich meine, die Fähigkeit ist top. Interessantes Pokémon, wenn ihr mich fragt. Ich mag es. Hast du in deiner Heimat schon mal solche Kristalle gesehen, wie die aus dem Kristallsee? Ja. Habe ich sogar im Let's Play erwähnt. Schau einfach mein Let's Play. Kunstbanausen. Wirklich. Das war noch eine ganz gute Coverage. Gut, eine Wasserattacke habe ich ihn jetzt nicht gegeben. Konnte aber auch nicht lernen, ne? Falls ihr es gesehen habt. Hallo? 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 Hä, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach, da wieder. Ach, stimmt. Triff dich mit Hanna, die auf den Gefährtenplatz wartet. Und wir kennen ja Pokémon. Ich weiß ganz genau, was die jetzt will. Es war ein dicken, fetten, saftigen Kampf. Sind wir noch hier in Hornschlucht? Immer noch nicht erkundet. Immerwald, immer noch nicht erkundet. Und die Wildnis von Kitakami auch nicht. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Tebt's auch noch ein Mysterium. Fragen über Fragen, Leute. Nun denn, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich würde sagen, Daumen hoch. Und bis dann. Dir dann. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!